Hier ist das filmische Allerlei. So, dass Resa, du und Moritz und Arendt und Dave zusammen das sozusagen alles in Gang gebracht habt. Und wie kam denn die Idee? Hallo. Ja, erstmal schönen guten Abend. Danke, dass ihr alle da seid. Ihr hättet schon rausgegangen, um sich zu übergeben, weil Dave hat eine blühende Fantasie, wie wir gemerkt haben. Ja, er hat das alles angefangen. Der Arendt rief mich immer an. Er ist einer meiner langjährigsten Freunde. Wir haben vorher schon zusammen gearbeitet mit Schneeflöckchen, falls du dich erinnerst. Ja, hab ich auch schon. Das ist ein wahnsinnig geiler Bewegungskonto, ja, muss man sagen. Der rief an und meinte, ich habe so eine Idee für eine klassische One-Man-Revenge-Story. Und wir kennen auch diesen Typen, Dave, der sieht so jung aus und der hatte so krasse Skills, vielleicht können wir da was machen. Ja, und so fing das eigentlich alles an. Und dann habe ich mich mit ihm zusammengesetzt, dann habe ich mir das angehört, dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich gemerkt, naja, es wird schwierig, sowas in Deutschland zu finanzieren. Habt ihr ja dann selber gesehen, warum. Ja, dann war die Idee halt da zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass in Amerika jemand darauf aufmerksam wird? Und da habe ich lange drüber nachgedacht, was kann man da machen? Und dann habe ich gesagt, wir müssen das auf Englisch machen, wir brauchen irgendwie irgendeine Art Proof of Concept. Ja? Und dann habe ich ihn gebeten, einen Proof of Concept Trailer zu schreiben. Und das hat er dann gemacht, den Arendt. Ach, und dann hat er das geschrieben und dann haben wir uns das angeguckt und ich habe mal nachgedacht und ich hatte diesen Moritz im Kopf. Moritz, der ist damals der Partner von einer Maskenbildnerin gewesen, die ich sehr lange kannte, die auch bei Schneeflöckchen mitgemacht hat, Maike Kführer. Und die ist auch heute Abend hier. Und Moritz, ich hatte dann irgendwann von ihm so einen Kurzfilm gesehen, da habe ich gesehen, der hat irgendwie eine sehr spezielle Bildsprache, eine ganz bestimmte Art, Dinge zu erzählen. Ich fand das interessant und er hatte irgendwie diesen asiatischen Touch. Ja, er hat diese Filme geliebt und der kannte sich wahnsinnig gut mit solchen Sachen aus. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mitmachen will. Und dann, wie gesagt, Dave hat er dann auch gefragt. Und Dave war dann so, ja, lass mal machen. Und, du hast dann auch den Konzept-Trailer erstmal gedreht, genau. Ne? Genau. Er hat ihn nicht nur gedreht, er hat ihn eigentlich komplett, also die gesamte Action-Design, er hatte damals schon sehr krasse Sachen gemacht, Action-Design für Hit-Girl, Action-Design für was weiß ich nicht, erzählt er gleich alles selber. Und dann sind wir zusammengekommen, haben das ein paar Monate lang vorbereitet und haben dann diesen Trailer gedreht. Und der ist dann in Amerika durchgestartet. Und der Moritz hat dann gedacht, der hat es dann rübergeschickt da an seinen Manager und dann ging das nach von einem zum anderen und irgendwann hatten wir dann so ein Angebot. Toll, wirklich toll. Und Dave, du bist ja, ich habe vorhin gesagt, Action Director, du bist auch Action Designer, Action Fotograf. Also ich glaube, du hattest eine Menge zu tun bei diesem Film und hattest da sogar deine eigene Unit. Erzähl doch mal, wie es für dich war. Das war... Too much, ja. Ich kann mich ja erinnern, ich habe es verteilt, da war ich wie so ein Zombie, ja, wie da. Aber ich wirklich so am Set, wusste gar nicht mehr, was ich machen soll, aber irgendwie hat es dann am Ende des Tages geklappt und darum braucht man halt auch so gute Leute an der Seite, wie den Anthony und den Rajab, ja, die einen wirklich die ganze Zeit supporten, ja, bei der Geschichte. Und es war, ich sage immer so, ein Film ist ein Wunder und es ist immer Teamarbeit, ja. Auch wenn man sie da steht. Aber der Name Merz hat damit nichts zu tun. Ja. So, ja. Ja. Aber wart ihr auch im Casting irgendwie involviert? Weil Bill Skarsgård zum Beispiel ist ja gar nicht so ein Action-Typ, das war seine erste richtige Action-Rolle. Wart ihr da irgendwie, konntet ihr da irgendwie mitsprechen beim Casting? Oder wurde euch einfach gesagt, okay, jetzt kommt der Bill, Dave, und du nimmst ihn dir vor und machst jetzt? Ich habe überhaupt nichts zusammen gehabt. Aber als ich Bill Skarsgård gehört habe, weil ich mag ja als Pennywise, der spielt ja den Clown in It, ja. Dachte ich so, okay, das ist so anders. Ich habe ja im Proof of Concept, habe ich ja den Boy gespielt gehabt. Gott sei Dank ist es nicht so geworden, weil ich habe nicht so eine Apps wie der Bild. Ja. Als sie gesagt haben, das ist Bill Skarsgård, hat so lange Arme und so ganz komisches Gesicht mit großen Augen und der ist auf jeden Fall ein krasser Character Actor und ich habe gesagt, okay, das ist so anders, das ist mega cool. Ich habe mich gefreut. Er untertreibt. Eigentlich sollte er hat das sehr gut gemacht im Konzept-Trailer. Er hat das super gespielt. Wir wollten eigentlich, dass er die Rolle spielt. Aber nun ist es manchmal ein bisschen schwierig, Filme zu finanzieren ohne Stars, also sozusagen. Wäre das nicht eine Vorgabe gewesen? Wir haben es versucht. Ich habe auch lange mit denen diskutiert.
bestimmt über ein Dreivierteljahr lang, immer wieder ging das hin und her. Und wir haben immer gesagt, eigentlich muss er was machen. Und ich glaube, er hatte das genauso gut gemacht, bin ich mir ganz sicher, aber Bill hat es auch wunderbar gemacht. Aber Stars, genau. Und man muss dazu sagen, ihr habt ja auch aus dem gemacht, was er da ist. Also das war er ja vorher nicht. Ne? Und da war ja der junge Mann da hinten. Anthony, komm, jetzt kommt mal kurz hoch. Kommt mal kurz hoch. Weil das natürlich die härteste Arbeit wird, zusammen mit Dave, was er gerockt hat in Südafrika, ich war ja auch da, er war der Action-Regisseur, das Team war immer am Start, die haben sich wirklich die Nächte und Tage um die Ohren geschlagen, ohne Ende, und haben wirklich eigentlich einen ganz, 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 ganz großen Teil dieses Films haben diese Jungs die geschaffen, das muss man wirklich genauso sagen. Deswegen nochmal ein großer Applaus. Rolle in dem Film. Es gibt ja eine Rolle, und zwar du spielst ja diesen total durchgeknallten, der dann mit Bill kämpft und sich dann den Arm abreißt und total drüber ist. Also ich habe dich jetzt beim zweiten Mal gucken auch erkannt, ja? Ich sage mal, es ist der Clark Kent-Effekt, ja, wenn man Rieser die Brille abnimmt, dann erkennt man ihn auch nicht. ja, das war eine lustige Idee. Moritz hat gesagt, hey Dave, lass uns dich nochmal rein... Lass uns dich nochmal reinquetschen irgendwie und war das nicht schwierig? Also weil du bist ja quasi der Action Director gewesen und dann hast du selber so eine Action-Rolle. Es war Moment. Sehr schwierig, als kleine Mini-Info, ich hatte einen eingewachsenen Zehennagel. Und ich habe da gehumpelt am Set und es war richtig hart und wir hatten wenig Zeit und dann wurden Sachen umgestellt. Es war schwer, aber ich bin doch froh, dass ich es irgendwie doch gemacht habe. Und wollt ihr noch was sagen zu? Was war denn so die größte Herausforderung? Also ich meine, wie gesagt, ihr hattet ja quasi euer eigenes Unit für die ganze Action-Choreografie. Was war die größte Herausforderung da? Ich glaube, die ganze Zeit vom Department weg zu sein, weil ich war wirklich mit den Stunties die ganze Zeit. Wir haben die Privacies gemacht, wir haben alles rehearsed, wir haben den Schauspielern so viel versucht wie möglich beizubringen. Und ich glaube, Zeit ist immer der größte Feind. Und was war noch herausfordernd? Gab es Verletzungen, war es irgendwie, weiß ich nicht, gab es... Ja, ich habe, also... Gab es bestimmt... Der Arm ist abgerissen, weil der ist mir Gott sei Dank wieder nachgewachsen. sonst gab es keine... Es war alles... die größte Herausforderung war das Warten, ja? Bis wir wirklich an... Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass Boycott's World überhaupt noch irgendwie entsteht. Und dann kam irgendwann nach vielen Jahren der Anruf, hey, hast du Bock, das zu machen? Und ich so, hey, nee, lass mich mal in Ruhe. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mach's dann. Und hatte man jetzt mit dem Rest von Team, also wart ihr da völlig isoliert oder habt ihr von den anderen auch irgendwas mitgekriegt, von den anderen Units? Mega isoliert. Wir haben teilweise gewartet, bis die Drama-Unit, bis Moritz, hey Moritz, wir brauchen Bill, dann hat uns Moritz den Bill gebracht. Aber trotzdem, das Gute zwischen mir und Moritz ist, dass wir immer irgendwie voll aligned sind. Manchmal rufe ich dann, hey Moritz, was hältst du davon? Und das war ein großer Segen, weil Moritz war einfach so, ja, okay, gut, ja, mach Dave. Und das war so, okay, cool, Jackpot. So. Und das war ein großer Segen. Und ich muss auch noch mal sagen, der Reza, ohne den Reza hätten wir gar keinen Concept-Teaser damals gehabt. Ja? Und dann wäre das Ganze gleich entstanden. Ja? Da möchte ich auch noch mal einen riesen Applaus an Reza. Deswegen auch Moritz, weil man muss auch wirklich sagen, das ist ein Debütfilm. Ja? Also, und so einen Debütfilm hinzulegen, dazu gehört eine ganze Menge dazu. Er hat wirklich mit krassen Herausforderungen gedealt und dealen müssen. Das war nicht einfach für ihn. Aber Moritz ist wie so eine sichere Bank. Der ist wie so ein Fels in der Brandung. Da kann alles Mögliche kommen und der bleibt einfach immer stabil und bleibt immer cool und immer relaxed. Und das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass er dann so... Ja, okay, dann machen wir weiter. Ja, so ist es, oder? Okay, und eben fiel schon das Wort Südafrika. Also ihr habt in Südafrika gedreht. Das war der einzige Ort quasi. Also da war das, wurde der ganze Shoot gemacht. Ja, genau. Okay. Und wie viele Sets gab es da? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also hattet ihr immer so, also wie war das Set? Zum Beispiel The Culling, vieles hat tatsächlich in dem, Good Hope Center, das war so ein Riesenstadion. Das war mega cool, weil die konnten da verschiedene Set-Pieces erbauen und wir haben sogar
viel rehearsen können dort und ja, das war ein Segen. Ich weiß jetzt nicht noch, wie viele Sets es gab, sorry. Generell, wie ist denn die Arbeitsatmosphäre? Es sind da immer Leute im Nacken, die sagen jetzt schneller, als muss, du hast vorhin gesagt Zeit, das ist natürlich auf jeden Fall, gibt es manchmal auch so Sachen, dass plötzlich irgendwie jemand entscheidet, jetzt muss alles ganz anders sein, als es vorher abgemacht war. Wie ist das? Ich stelle mir das manchmal, ich weiß nicht, ich habe so eine Vorstellung von Amerika, dass da vielleicht irgendwie immer so die Studio-Boss im Hintergrund irgendwie sowas sagen oder treten. Das ist auch meistens der Fall, bei den ganz, ganz großen Filmen so. Hier hatten wir ein bisschen Freiheit. Zum Beispiel, wir haben mit dem Paul Kuhn zum Beispiel mega coole FPV-Drone-Shots gehabt, wo wir mit der Drohne durch die Beine durchgegangen sind und halt viele Sachen visuell machen mussten, weil wir nicht so ein Riesenbudget hatten, wie ja zum Beispiel in Avengers, wo die dann halt auf einmal alles for green machen und ja, egal, kriegen wir schon später hin, make it in the post, ne? Aber wir haben halt versucht, alles organisch wie möglich zu machen. Das heißt, krasse FPV-Drohnenschüsse und krasse Gimbal-Schüsse und alles mögliche. Und diese FPV-Drohnenschüsse, die sind zum Beispiel bei größeren Filmen aus Versicherungsgründen nicht so erlaubt. Ne? So, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Natürlich, kein Problem. Und auf jeden Fall haben wir das dann einfach so machen dürfen. Und die Leute sind mega nett. Das Essen ist super in Südafrika. Es hat schon einen Grund, dass immer das Catering an dem Abstand steht. Auf jeden Fall, ein wichtiger Posten. Was war noch schön? Ja, auf jeden Fall am Wochenende, wenn man dann wirklich mal so einen Tag oder zwei Tage, war meistens ein Tag, oder? Ein Tag. Wie lange ging es denn insgesamt? Ein Tag Zeit hatte, war es schon schön, mal ein bisschen die Sonne Südafrikas zu genießen, so ist es nicht. Ja. Und so insgesamt, wie lange war die Drehzeit? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann schon sagen. Wir vergessen ganz das. Habt ihr denn vielleicht Fragen oder Kommentare zum Film? Kicher. Da hinten, ja. Eine Chance, dass man den Konzeptspieler nochmal sieht. Kommt der im Bonusmaterial? Ja, der ist online. Der hat also, wenn du den googelst, den Boy Kills World Trailer googelst, dann findest du den. Roy Lee hat den immer gepostet auf seinem Twitter. Und da findest du den irgendwie in der Liste bei den Videos. Wo findest du den? Der sieht ein bisschen anders aus, dann siehst du sein Gesicht, dann weißt du schon. Okay. Gerade Zuhörer noch eine Frage? Ja, also erstmal Gratulation für die doch wirklich optisch gewalttechnischen Augenschmaus, den du uns da gegönnt hast. Das war wirklich klasse. Das ist übrigens die Stimme, die ich mir gegeben habe. Und das war toll. Ich mag Filme, die sich nicht ernst nehmen und dadurch dann gut kommen. Genau da habt ihr mich aber verloren, weil irgendwie drei Viertel des Films wurde es dann plötzlich urernst mit dem Twist zusammen. Warum ist das passiert? Ja, das kann ich dir im Groben sagen. Es ist halt so, du kannst dir das so vorstellen. Es ist ein Film, da sind viele Leute beteiligt, viele Produzenten beteiligt. Jeder hat eine andere Idee. Sehr viele Leute haben mitzureden und wenn das der Fall ist, dann ziehen oft Energien gegenseitig aneinander und dann passiert es so, dass man vielleicht das eine verliert, das andere gewinnt. Es war sogar so, dass wir eine Zeit lang nicht mal diese coole Stimme hatten, sondern dass einige Produzenten wollten, oder es gab Gründe, warum es erst eine andere Stimme war. Das, wir haben Glück gehabt, dass wieder zurückgerudert wurde, weil das eine Fassung war, die wir alle gar nicht mochten. Also wir sind schon sehr zufrieden mit dem, was jetzt noch übrig geblieben ist, von dem, was wir uns damals ausgedacht haben, was Moritz und Arendt dann in ihrem Kämmerchen kreiert haben über eine lange Zeit lang. Aber das passiert halt. Ja, da kann man nichts gegen machen. Ja. Aber trotzdem, finde ich, ist viel drin geblieben von dem, was wir, ja, was wir damals entwickelt haben. Und du hast recht, es gibt ein paar steckenweise Dinge, die verloren gegangen sind. Also es ist ja auch wirklich eine beeindruckende Produzentenliste. Ich meine, Sam Raimi, Roy Lee, das sind ja auch wirklich... Jetzt muss ich mal fragen, hat Sam Raimi die Käsereibe angebracht? Also, ich habe die blühende Fantasie von Dave und seiner Truppe. Alles Mögliche ausdenken, um Leuten weh zu tun. Und das machen sie wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Aber Sam Raimi... Das war einer der ersten Partner, die an Bord gesprungen sind. Ohne ihn hätten wir zum Beispiel die ganzen anderen Partner mit Sicherheit nicht gewonnen. Und es war einer der ersten, den ich überhaupt getroffen habe. Ich bin nach L.A. geflogen, habe Sam und Roy getroffen. Das klingt und, super, wenn du sagst, ich habe Sam und Roy getroffen. Ja, genau, und die waren wirklich wie so, das war anders, als man sich das vorstellt. Das war nicht so,
so wahnsinnig, dass man mit so einer Ehrfurcht alle kam, mit T-Shirt, in Sandalen, mit so einer Casio-Watch, stand der Roy vor mir, hey man, how you doing? Und dann saßen die da wie zwei kleine Jungs, ja, die einfach neugierig sind, zu sehen, was habt ihr euch da für einen Schwachsinn ausgedacht und wie crazy ist das? Ja? Und der meinte dann so, Sam meinte dann so, hey, er sagt, you know what, man, the trailer you did is really amazing. I do think we can learn a lot from you. Und da war ich so, der geraucht? Ja, also ist der verwirrt oder verzweifelt oder was hat er? Nein, aber die sind einfach lässiger da drüben mit solchen Sachen. Ja. Also, ja, das ist, glaube ich, auch. Gibt es noch eine Frage oder einen Kommentar hier vorne gleich? Also keine Frage, aber ganz, ganz toll. Also die Action-Szenen und dieser Plot-Twist, also es war so toll. Also vielen Dank für den tollen Film. Oh, Dankeschön. Ja, das rutscht doch runter wie Öl. Dankeschön, danke. Super. Hier noch, Kratzen? Also ich muss auch sagen, der Film hat mir super gefallen. Meine Frage, ist man denn immer noch so starstruck, wenn man so großen Namen, also so Personen trifft mit so großen Namen, zum Beispiel Bill Skarsgård oder Sam Raimi, oder flacht es dann nicht immer? Hat man das hinten verstanden, die Frage? Sag's nochmal. Sag's mal lauter. Oder nee, sag mal, sagen wir es einfach. Sie hatte gefragt, ob man sozusagen, wenn man diese Stars trifft, dann auch immer noch so quasi so ehrfürchtig ist oder so, ob man da sozusagen so eine gewisse, wie sagt man, Routine mit vielleicht bekommt. Ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie das für euch ist. Ich kam ans Set irgendwann und hat da ein bisschen Zeit verbracht. Und dann war ich, weil ich auch so einen kleinen Cameo-Auftritt da hatte, in der Maske, und dann kam ich raus und dann stand der Bill vor mir und meinte so, hey man, how you doing? I'm Bill. Und ich war so, wer ist das? Ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe ihn nicht erkannt, weil er plötzlich ein ganz anderer, also oberkörperfrei stand da vor mir. Und ich habe gedacht, hey, was zur Hölle, was habt ihr mit dem gemacht? Ich habe den überhaupt nicht erkannt erstmal, ja. Aber danach ist es auch entspannt. Also man ist da nicht so, dass man die ganze Zeit zittert, dass da irgendwie ein Star steht oder so, sondern es ist einfach, die Leute sind meistens sehr entspannt und ja, dann ist es einfach, oder? Wie siehst du das? Ja, am Ende kochen alle mit heißem Wasser. Ja, ist cool. Mega, auf jeden Fall. Gut, gibt es noch hier geradezu? Eine kurze Frage noch, der Held, der stumm ist, ist das, da, weil ihr ursprünglich geplant hattet, wir spielen das selber, oder ist das eine Hommage an die Rächer, den Stummen, der, Nee, das war von Anfang an so gedacht. Das waren ein paar Grundsätze, die von der ersten Sekunde da waren. Das war, der Typ ist taub und stumm, und das war von Anfang an fest geplant. Das war ein Stilelement, was wir bewusst gedacht haben, was cool kommen könnte, weil wir diese Voice-Over-Stimme erzählen wollten. Ursprünglich hatte Moritz mal gesagt, das sollte die Marlboro-Stimme sein. Aber das habe ich jetzt gesagt. Noch Fragen? Wir müssen vielleicht noch mal kurz über den asiatischen Einfluss sprechen, weil also ich fand es jetzt sehr geil, ich fand es sehr an The Raid erinnert. Und auch der Schamane ist ja Mad Dog aus The Raid. Ja. Deswegen habe ich mich gefragt, ob der Regus 2 gegen 1 gepasst. Jajan stand zum Beispiel bei mir mega auf der Liste. Ich habe so mal zu mir gesagt, hey, Jajan wäre ganz cool. Ich glaube, es stand auch Tony Jaa auf der Liste, aber ich bin so froh, dass es Jajan geworden ist. Ich komme ja auch aus dem indonesischen Kampfstil, aus dem Silek Harimau Pencak Silat. Darum war das sehr cool mit mir und Jajan. Wir haben uns da sehr gut verstanden, was die Bewegungen angeht. Und Jajan war halt auch sehr, wie soll ich sagen, er hat sich nie beschwert. Ich weiß nicht, wie alt ist Jajan? Ich will nichts Falsches sagen. Aber er hat sich nie beschwert und er war halt, hat richtig hart gearbeitet und Kudos to him. Und natürlich war es ein Einfluss. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, ey Jajan, wir haben The Raid gesehen, es wäre aber auch mal ganz cool, wenn wir dich mal ins Wirework stecken. Das heißt, er war noch nie in einer Harness drin oder halt im Seil und das war neu für ihn, aber ich glaube, das hat ihm ganz gut gefallen. Wobei man sagen muss, die Idee mit dem Schamanen war auch von Anfang an da und die war deswegen da, weil der junge Mann da war, weil wiederum er so einer ist, der nach Indonesien fliegt und sich hinter der Erde verbuddeln lässt von irgendwelchen Schamanen und irgendwie weiter. Da müsst ihr einfach bei YouTube seinen Namen holen und ein paar Sachen angucken, dann versteht ihr, wie der eigentlich so richtig geht. Bitte machen. YouTube-Videos angucken, krasse Sachen. Okay, wir müssen leider schon zum Ende kommen, nämlich die letzte Frage hier geradezu. Wir sind leider zwei.
jemand, der euch beraten hat mit dem Verhalten von jemandem, der taub und stumm ist? Und dürft ihr verraten, wie viel die Stars, also Bill und Judith, glaube ich, so selber an den Stunts gemacht haben und wie viel Stunts? Beantwortet die erste Frage, dann mache ich die Stunts. Das heißt jetzt mit dem, ob seine Gehörlosen... Ja, also das ist eine Frage, die tatsächlich nur Moritz beantworten kann. Die kann ich wirklich nicht beantworten. Deswegen gehen wir gleich zur zweiten Frage. Okay. Ich habe auf jeden Fall gepusht, dass Bill Skarsgård, der den Boy gespielt hat, dass er halt so viel wie möglich selber macht. Ja? Und ich glaube, das sieht man auch. Und es gab so ein, zwei Sachen, die waren aus Versicherungsgründen nicht so möglich. Und vielleicht waren so ein, zwei Moves ein bisschen zu krass auch so. Man muss verstehen, er hat jeden Tag, war er am Drehen, also Drama-Unit, Action-Unit. Drama-Unit, Action-Unit. Und es zerrt ziemlich krass am Körper auch. Und da muss man auch, wir mussten auch so ein paar Babys mal aufgeben, wo wir sagen, ey, das hätten wir ganz gern drin, aber nee. Aber dafür ist was Schöneres manchmal entstanden, was dafür sicherer war. Und ja, ist auf jeden Fall richtig tough für ihn, aber er hat richtig geballert, ja. Ey, wir sind total stolz auf euch. Super Job, wir freuen uns. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass wir jetzt hier die Deutschlandpremiere heute zusammen erleben konnten. Und ich denke mal, ihr seid noch draußen vor der Tür und in der Lobby. Vielleicht, bitte? Wir müssen jetzt leider aufhören. Also wie gesagt, geht es draußen vielleicht noch ein bisschen weiter. Wer mag, kann die beiden oder euch alle nochmal ansprechen draußen. Ja, herzlichen Dank. Thank you.